Die Stadt ist bombardiert. Oh, alles kaputt. Ein seltsamer Mann ist aufgetaucht und hat mit der Zerstörung der Stadt begonnen. Ach, das ist doch noch nicht das Piratenschiff. Er ist noch in der Mitte der Stadt. Hilfe! Bitte helft mir! Alles putsch. Alles putsch. Wir können nicht mehr fliehen, es ist zu gefährlich. Ja, ja. Gerade ist schon wieder. Seltsamer Mann. Bei der Störung der Stadt bebauen. Ey, Gardus, alter Mann. Was machst du schon wieder? Du hast die Stadt zerstört. Es gibt keinen Grund. Zerstörung ist mein Schicksal. Das ist der Grund für meine Existenz. Der muss ich jedem Charakter aus dem Spiel einmal vorstellen. Wie kannst du bei der Stadt so etwas antun? Willst du etwas dagegen tun? Unterschätze nicht die Kampftechnik des Jigenryu. Langsam reicht es mit dir. Bringen wir die Sache zu Ende. Zerstörung ist dein Schicksal. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Du kannst nicht einfach grundlos eine Stadt zerstören. Attacke! Tja. Nein! Mein Jigenryu zeigt keinerlei Wirkung. Alma, du bist noch nicht stark genug, um diesen Feind zu schlagen. Es scheint, als ob mit dem Alter tatsächlich die Weisheit kommt. Aber du bist zu alt. Wenn du etwas jünger wärst, könntest du meine Rüstung vielleicht ankratzen. Ach, unterschätze mich nicht. Spüre den ultimativen Jigenryu-Angriff. Oh, nein, diese Form habe ich noch niemals gesehen. Meister, was macht ihr da? Siehst dir gut an, Eimer. Der ultimative Angriff. Hau drauf. Ach, es war nicht bereits alles, es war hau drauf. Dusch. Nein. Der mächtige Gott der Zerstörung. Gardes blutet an der Stirn. Aber dafür hat es den Meister des Lebens gekostet. Ups. Ich bin beeindruckt. Als Lohn sei der Stadt die Zerstörung vorerst erspart. Das Ultimo Jigenryu, ich vermache es dir. Weil ich jetzt den Löffel abgebe. Sei nicht traurig, Aima. Du musst stark und freundlich sein. Nein, Meister! Und als Rache für den Meister wird sie sich jetzt uns anschließen. Den Meister zu rächen. Und Gardes das Handwerk zu legen. Weißt du, wo er ist? Du meinst Gardes? Ja. Der Turm des Todes ist sein Stützpunkt. Da waren wir schon mal. Aber da solltest du nicht alleine hingehen. Ja, das ist mein Problem. Nee, es ist unser Problem. Ich habe auch noch eine Rechnung mit ihm offen. Es geht uns allen so. Uns reicht es endgültig. Beenden wir die Sache im Turm. Gemeinsam. Ja, jetzt stellt sich nochmal jeder vor. Sena die Wahrsagerin. Day der Dieb. Ich stehle nur von den bösen Buben wie Robin Hood. Gut, gehen wir und besiegen wir Gardes. Aber immer. Ich werde euch mit der letzten Lektion rächen, die ihr mich gelehrt habt. Hau drauf. Alter Text, hau drauf erhalten. Was muss ich dafür können? Fehlen noch 2 Punkte grün. Moment, das haben wir gleich. Jetzt haben sie alle 10, das ist gut. Ach, ein Bit zu viel. So, hau drauf für einmal. Das habe ich jetzt eh doppelt und kann es auch nochmal verteilen. Schlitter, Sputsch.
Kaya Meuchelmord kann er noch nicht lernen wegen 12.12. Genau. Besiegt den Feind, wenn er nicht immun ist. Kann er überall bloß noch vergessen. Wäre ja zu einfach, sie mit einer Meuchelmord-Attacke Insta zu killen. Wäre ja ein bisschen lame. Ich soll heute den Shadow raiden. Klar, kann ich machen. Aber ich hab noch 10 Minuten. Oder soll ich die schon Feierabend machen? Ist eigentlich gerade ein schöner Punkt. Ist in der Stadt irgendwie noch was? Gades flog in Richtung Turm des Todes. Er ist fort, aber was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Die Stadt ist am Ende. Der Pater in seiner kaputten Kirche, oje. So viel Leid. Ist das eine Prüfung? Maybe? Ich gehe noch zurück nach Pathos. Das müsste noch gehen. Aber wir können die immer noch nicht besiegen. Es ist immer noch viel zu früh im Spiel. Hallo Bienchen. Warum greifst du mich an? Ich bin eigentlich ein Bienenfreund. So. Das war, genau, Majari. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen zurück zum Turm. Oh, ich sollte die Bande aber mal heilen. Das sollte in Albano nicht so teuer sein. Wenn ich mich nicht irre. Schadet nicht. Ja, 5 Goldstücke, komm. Einmal voll heilen, bitte. Dankeschön. Konnte ich am Anfang des Turms speichern? Ich glaube. Bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Ich laufe vorsichtshalber hier noch meine Kirche. Der Turm war nicht sehr groß. Also zumindest nicht der Abschnitt. Den schaffe ich vielleicht sogar noch. Schauen wir mal. Aber erst muss ich nochmal durch die Höhle. Wenn mich das Kleinvieh mal durchlässt. Ihr seid es gar nicht mehr wert. Lasst mich einfach durch. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. So. Turm des Todes. Ja, da gab... der hätte ich für Ume noch mal heilen können. Das ist... Kloppen wir uns noch mal zum Thronsaal hoch. Ihr seid es nicht wert. Ihr könnt mich noch nicht mal verletzen. Nervt nicht.
Nein. So. Die muss ich jetzt wegmachen. Die standen etwas doof. So. Wo ist die Treppe? So groß war der Turm noch gar nicht. Aber das kleine Viehzeug hier, dass die XP noch nicht mal mehr werden. Da. Sieht nicht so aus. Oh. Highlight geht immer. So. Wo sind wir? 4. Oh. Ja, gut, ist nur kopflos, aber trotzdem. Ich war eine Kiste. Was wollt ihr von mir? Lass mich in Ruhe. 6 XP. Oh. Oh, okay. Kann ich nicht nein sagen? Vor allem nicht für Highlight-Items. So. Ansonsten geht's hier nicht weiter. Na ja, gut, dann hier lang. Ups. Lass mich in Ruhe, du Zwerg. So. Da. Gut, da sind wir. So. Alles kaputt. Er hat alles kaputt gemacht. What? Moment. Das war mal der Thronsaal. Ach ja, da war was. Stimmt. Um seine Macht zu demonstrieren, hat er ja mal hier seinen eigenen Thronsaal glatt gemacht. Stimmt. Jetzt geht's weiter hoch. Moment. Dann gibt's auch neue alte Texte und stärkere Monster. Oh. Insta-Death. What? Okay, das ist gefährlich. Und schon ist wieder down. Okay. Warte mal. Das sind doch Geister. Macht denen da nicht vielleicht was? Vielleicht tut denen das ja weh. Wer weiß. Yep. Das übliche, ups, heilige Magie gegen gegen Untote, ne? Zack. Und tschüss.
Okay. Dann sind hier halt jetzt noch ein paar Stockwerke, ne? Du brauchst was Stärkeres. So. Ah, da geht's gleich schon weiter. Ja, ab dem Bereich wird's doch ein bisschen heftiger. Jemand da? Okay. Da, was haben wir da? Skelette. Und nochmal Geister. Ah ne, Zombies. Ghule. Entschuldigung. Die sind aber nicht so waffenschadenresistent wie die Phantome von eben. Boah. Da lang. Wer bist denn du? Oh, ist der putzig. Ein Holzgolem. An die erinnere ich mich gar nicht. Naja, lang gelebt hat er nicht. Tschüss. Aber wie viele weitere Stockwerke sind das jetzt? Da ist schon die Treppe, okay. Seid ihr nochmal... Nee, ihr seid jetzt Skelettkämpfer. Die kennen wir schon. Die kennen wir doch schon. Okay, keine Falle. Da geht's weiter. Aber ich kann mit ziemlicher Sicherheit, denke ich mal, sagen, dass es wieder ein Auto-Fail sein wird. Oder besiegen wir ihn doch, weil er ist nicht der einzige Fürst. Es waren 4 Stück oder so. Ach, du meine Güte. Sie hat leider keine Punkte mehr ausreichend. Quatsch, da wollte ich hin. Magie anwenden. Zack. Aber sind das... Hä? Sind das jetzt nicht Geisterviecher von weiter unten? Ja. Bin ich in die falsche Richtung gelaufen? Never. Das Viehzeug wird schwächer? Macht irgendwie keinen Sinn. Okay. Ey, sie sind schon in einem neuen Bereich des Turms. So. Ja, sind wir. Hallo, Gardis. Ja, Höllenfürst der Zerstörung, jetzt gehörst du uns.
Ha, was für ein Witz. Ich hab nicht gesagt, dass es ein Witz ist. Er versucht doch sarkastisch zu sein, Dummkopf. Meine Oma sagt, wer ständig Dummkopf sagt, wird selbst ein Dummkopf. Wusstest du das? Nicht, naja. Woher soll ich's wissen, was sie gesagt hat? Hab's ja nie getroffen. So, ne? Stimmt ja auch irgendwie. Je länger ich euch zusehe, desto mehr nimmt mein Drang, euch zu töten, ab. Irgendwie komisch. Also erkennst du unsere Kräfte? Nee. Ich sagte doch, er macht sich über dich lustig. Vane rafft es dich. Mal wieder. Was lachst du so? Ach nichts, ich werde jeden zerstören, der sich mir widersetzt. Ich werde deine sinnlose Zerstörung für immer beenden. Ich werde den Tod meines Meisters rächen. Kämpfe mit uns, Gladys. Abchecken. Jetzt habe ich auch 100 Punkte für Hau drauf. Okay. Wie viel machst du? Oh, okay. Aber dafür muss ich jetzt wieder 100 Punkte sammeln. Ah, das war ein Insta. Okay. Das war nicht so schön. Aber darf ich jetzt beleben, ohne dass wieder jemand umfällt? Serienkraft der Zerstörung. Macht jetzt nicht mehr so viel. Wie vorher. Also. Nee, warte mal. Du machst nochmal Belebung. Und du machst Erste Hilfe. Das bringt jetzt vielleicht was. Weil du später kommst. Zerstörungswut. Er bufft seinen Angriff. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht sehr gut. Ich würde gerne noch meine Kopfnuss raufhauen. Ja, die ist leider noch nicht wieder bereit. Der ist doch bestimmt schlafimmun, oder? Also Boss, der ist 100% schlafimmun. Natürlich. Der wafft sich nochmal. Er wafft sich. Ich will aber nicht, dass du dich wafft. Ich debuff dich. So. Jetzt macht er das wieder. Tschüss, Dave. War schön mit dir. Versuch nochmal auf Hau drauf zu sammeln. Bitte auf sie, sie hält das aus. Thank you! Nein! Sina war zu langsam. Jetzt haut es Sina tot, glaube ich. Nee, doch nicht. Okay. Jetzt kann ich wieder Kopfnuss machen. Ich brauche Heilung. Moment. Du schmeißt eine Götterdrehne rum. Und du machst Hau drauf. So. Obwohl er sich zweimal gebufft hat. Jetzt hat er sie auch tot gehauen, verdammt. Ich brauche Sena, aber ich brauche einen Heiler zwischendurch.
Ja, sehr gut. Auch wenn es weh tat. Einmal ist aber schneller. Einmal ist mit der Götterträne schneller. Oh, sieh. Jetzt habe ich so viele von den Dingern bekommen. Jetzt muss ich sie nutzen. Massenangriff. Aber du hast nachgelassen, mein Freund. Das reicht noch nicht. Aber vielleicht macht er jetzt einen Einzelangriff auf jemanden, den es nicht tothaut auf einmal. Nee, er macht den, okay. Aber das tötet sie nicht. Das heißt, ich kann Day wiederbeleben. Ah, sehr gut. Ist leider noch nicht wieder voll. Und du schmeißt die Götterträne. Oh, es könnte eventuell... Es ist doch kein Autofail mehr, wie man sieht. Er killt uns nicht mehr. Einmal. Da hat er uns ja mit diesem Seelenkraftangriff immer platt gemacht. Dein erste Hilfe war schneller. Reicht noch nicht. Solange er sich nicht heilt, ist alles gut. Okay. Du machst die kopflos. Du bist der langsamste von allen. Du sammelst weiter auf das und du gibst ihr ein Heilsirup. Na, das war aber nicht mehr. Das war keine große Kopflos mehr. Also so viel hat er nicht mehr. Ui, au. Ich bin kurz vorm Hau drauf. Ich bin kurz vorm Hau drauf. Er hat nicht mehr viel KP. Der Kopfnussangriff macht nicht nur so viel. Ey! Ah, nicht den. Muss ich auf Schnitter umsteigen. Und heil Sirup, weil Sina so lahm ist. Ja, er ist weg. Wir haben Gardus besiegt. Sorry, Day, dass du, von den XP nichts abbekommst. 3000. Oh. Naja. Es leveln die anderen drei mal kurz vor. Sorry, dass du die XP nicht gekriegt hast. Ja, ihr seid stark geworden. Aber meine Niederlage ist völlig bedeutungslos. Solange die Seelenkraft uns für Höllenfürst durft, werden wir auch verstehen. Hahaha. Und tschüssi. Wir haben einen von vier Höllenfürsten besiegt. Freut euch nicht zu früh. Der Meister kann nicht ganz in Frieden ruhen, naja. Aber er sagt etwas von vier Höllenfürsten, ja. Gardus ist einer der vier Höllenfürsten. Den Erzfeinden aus den Kriegen um die Todesinsel. Bedeutet das, dass es noch drei weitere Typen wie ihn gibt? Ja. Gardus war der Schwächste. Nein, Vane, das ist kein Scherz.
Wir haben keine Chance. Ach komm. Warum sind Typen wie er wieder auferstanden? Gute Frage. Was ich aber sicher sagen kann, die Höllenfürsten werden auf die Todesinsel gehen. Die Todesinsel ist ihre Heimat. Oh, dort muss es viele tolle Schätze geben, freut sich der natürlich. Das ist das Schloss der Höllenfürsten. Das Schloss der Höllenfürsten, da muss ich hin. Und was ist mit dir, Eimer? Wir haben dein Ziel erreicht. Es gibt drei, die stärker sind als Gardes. Was würdet ihr wohl ohne mich machen? Gut, dann sind wir uns alle einig. Es gibt ein Schiff, das von Siantau nach Lidal fährt. Nehmen wir es doch. Jetzt, das nächste Mal kommt das mit dem Piratenschiff. Haha. Auf zum neuen Kontinent. Aber erst müssen wir den ganzen Turm schon wieder runter. Das ist keine Abkürzung? Ich glaube nicht. Aber für heute ist Feierabend.